Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ja, ich bin gerade hier am Wasserbecken, habe den Pegel wieder hochgestellt und zwar auf Maximum. Und ja, es wird trocken werden, es wird trocknen endlich mal, ohne täglichen Regen, wenn wir die nächsten Tage verbringen, so wie es aussieht. Und dementsprechend Vorsorge tragen, weil das System sehr träge ist in so einem Ebbeflutplatz. Den Pegel hochgestellt, der Sand ist noch ziemlich nass, aber der wird gleich ziemlich schnell auftrocknen, wenn man den Wasserpegel von unten nicht nachgibt. Ja, heute Vatertag, Christi Himmelfahrt, und ich war schon die Bakterien füttern an der Biogas, um 6 Uhr war ich schon da. Jetzt bin ich hier, kontrolliere hier noch gerade das Wasser und dann geht's ab nach Haus. Aber ich werde mit Sicherheit nicht mit dem Bollerwagen oder irgendwas heute rumeiern. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ambition zu, dann lieber mit der Familie oder ein Röntgen Motorrad. Und da freue ich mich schon drauf, auf beides. Eine schöne Fahrradtour ohne Fässchenbier im Lastenrad, sondern mit dem Nachwuchs. In dem Sinne, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag heute und einen ganz tollen Start in das verlängerte Wochenende, wer einen Brückentag genommen hat. Der wird ja echt richtig toll beschenkt mit dem Wetter. Zumindest hier bei uns. Ihr wundert euch immer, warum ich jetzt so schwärme vom tollen Wetter. Andererorts in Deutschland war das Wetter wohl nicht so schlecht wie bei uns. Aber wir hatten es wirklich knüppelhart hier bei uns. Also, hier steht zum Teil noch überall Wasser auf den Feldern. Also Feldarbeit ist immer noch tabu. Macht's gut. Wir hören und sehen uns. Bis später. Tschüss.